Ja, Tag 5. Ich bin jetzt hier im Rückbereich bei den Technikleuten, die den ganzen Livestream da aufziehen. Eine super Sache. Neben mir steht der Initiator sozusagen von diesem Livestream. 2012 hatten wir das schon mal, Franz. Ja. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr Technik da. Also eine ganz tolle Sache. Wir sind sehr glücklich damit. Da wird live übertragen. Ihr zu Hause könnt live mitverfolgen, was da geht. Das ist also schon Sahne, würde ich mal sagen. Hält natürlich auch zu Hause die Spannung hoch. Schön. Ja, ich denke schon. Also ja, das ist natürlich Absicht. Aber auch überhaupt für uns Piloten, für alle, die da mitmachen, Helfer, Teammanagers und so, wir haben da WLAN auf dem Platz und das ist schon eine feine Sache für uns. Also erstmal vielen Dank für diesen riesen Aufwand, den ihr da betreibt, Franz. Mal zwei, drei Worte vielleicht, wie ihr dazu gekommen seid und wie es so läuft. Ja, also wir sind insgesamt sehr zufrieden mit unserer Technik, auch wenn wir am Anfang normal immer Schwierigkeiten hatten, dass man muss reinwachsen, jeder muss dann wissen, was er tut. Aber jetzt ist es wirklich aus unserer Sicht so, wie es sein kann unter diesen Bedingungen. Und der Unterschied zum Livestream 2012 ist halt der, dass wir diesmal auch redaktionell und technisch alles in eigener Hand haben. Wir waren ja damals abhängig davon, wie die Firma die Sache aufgezogen hat. Ja, ja. Und dadurch waren wir ein bisschen abgeschnitten durch dieses Abendformat, das wir jetzt immer senden. Ja. So unser 9 Studio PM. Kommt auch, genau, das ist auch und feine Sache. Das soll alles dazu führen, dass die Klasse populärer wird und dass wir vielleicht auch, und wir haben entsprechend Feedback, dass sich Vereine und einzelne Piloten jetzt sehr dafür interessieren und fragen, wo gibt es denn den nächsten Verein, wo kann man denn sowas machen, dass wir vielleicht auch eine breitere Basis kriegen. Ne? Ja, und das ist die einzige Chance, die wir haben. Wenn wir das allein unter uns machen, ist das zwar schön, aber wenn das andere sehen können und wie attraktiv das ist, dann kann es schon ausstrahlen und das ist eigentlich der Sinn der Sache. Ne? Ja, ich denke auch, das ist wirklich eine gute Sache, wenn wir das den Leuten nahe bringen können. Das ist eine Möglichkeit dazu. Nicht jeder kann hier hinfahren und zuschauen. Und das ist wirklich etwas, das Interesse wecken kann man ganz, ganz bestimmt damit. Und nun ja, ich will vielleicht noch dazu was sagen. Also der Aufwand ist erheblich, das muss man einfach sagen. Es ist ja nicht nur, dass man eine Kamera aufstellt, das ist ja noch relativ einfach zu machen. Ne? Ja. Aber um eine derart stabile Verbindung unter diesen Bedingungen überhaupt auf die Beine zu bekommen, bedarf es dann dieser Technik, die hier hinten steht, von einem unserer Hauptsponsoren, von der Infra Dresden, die uns hier also ein Hightech-Fahrzeug extra für diese WM gebaut haben und auch noch einen Mitarbeiter mit hierher geschickt haben. Also da muss man sagen, dass man heute noch sowas findet, das ist schon großartig, sonst wäre es gar nicht gegangen. Und da möchte ich natürlich auch den beteiligten Firmen, die uns das hier ermöglicht haben, auch Chemnitz Fernsehen möchte ich da einfach mal erwähnen. Und die haben das ermöglicht, dass wir sie überhaupt machen können. Ja, auch ich möchte hier mich bedanken, weil ohne diese Technik ging auch mein YouTube-Kanal nicht. Ich bin auch angewiesen darauf, dass ich doch relativ zeitnah irgendwie was da hochkriege, dass die Leute auch das zeitnah mitbekommen. Und da bin ich natürlich sehr froh drum, sonst wäre es dann halt immer um 12 Stunden verzögert oder sowas. Und ich habe schon gemerkt, auch in unserem Ferienhaus, wir haben da zwar WLAN und DSL, aber das geht nie so schnell wie das auf dem Platz hier. Das ist echt schnell, das ist echt gut. Also die Firma da, die du erwähnt hast, ich weiß jetzt den Namen nicht, aber wir dürfen es nochmal nennen. Natürlich. Die macht echt einen tollen Job da. Das muss man einfach sagen. Ja. Auch von meiner Seite, Dankeschön. Und wir freuen uns auf die letzten anderthalb Tage. Es ist spannend, bleibt spannend, ist noch gar nichts entschieden. Ja. Vielen Dank, Franz. So muss es sein. Vielen Dank. Ich danke euch. Dankeschön. Tschüss zusammen. Tschüss.